Atma Linasana ist die Stellung der Verborgenheit. Es ist die sich selbst umarmende Stellung oder auch in sich selbst kauernde Stellung. Lina bedeutet angeschmiegt, geheftet, heißt aber auch kauernd, verborgen und verschwindend. Felix zeigt, wie die Stellung geht. Sitze mit den Fußsohlen zwischen Unterschenkel und Oberschenkeln. Der Stellung ist ja viel von Lina, von Verborgenheit. Dann gib die Handflächen auf die Stirn und beuge den Kopf leicht nach vorne. So bist du verborgen, dein Gesicht ist unsichtbar. Da im Hatha-Yoga klassischerweise nackt gemacht wurden, sind die Geschlechtsteile unsichtbar. Auch Bauch und Brust ist unsichtbar. Man könnte sagen, wenn Hatha-Yogis ihr Asanas geübt haben, nackt, und es kam ein Passant vorbei, dann sind sie in Atmalinasana gegangen. Aber Atmalinasana steckt noch für mehr. Du verbirgst dich vor der äußeren Welt, du gehst nach innen, du findest Zugang zu deiner inneren Kraft. Du willst gegenüber dem Äußeren verborgen sein und im Inneren sichtbar sein. Ja, wenn dir das gefällt, dann klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir. Und weil dies die letzte Asana ist, die wir heute Morgen drehen, wo wir etwa 60 verschiedene Videos gedreht haben zu 60 verschiedenen Asanas, wollen wir gleich dreimal Om singen und ein Abschlussmantra, ein Segensmantra für deine Yoga-Praxis. Dieses Video ist Teil des großen Yoga-Vidya-Asana-Lexikons. Etwa 5200 Videos über alle bekannten Asanas auf Deutsch und auf Sanskrit. Teil des Yoga-Lexikons im wiki.yoga-vidya.de und auch Teil des YouTube-Kanals Yoga-Vidya-Übungsvideos. Wenn du die wichtigsten Asanas kennenlernen und üben willst mit Videoanleitungen, Fotos und Texten, dann lade dir doch die Yoga-Vidya-App herunter. Die findest du im Apple Store für iPhone und im Android Play Store, Google Play Store. Dort findest du diese App kostenlos. Dort findest du tausende von Videos, auch ganze Yogastunden und eben auch einzelne Asanas. Die wichtigsten Asanas findest du auch im Asana-Lexikon auf www.yoga-vidya.de. Diese Asanas kannst du lernen in den Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildungen und in Asana-Intensiv. Zum Abschluss wollen wir jetzt dreimal Om singen für deine Yoga-Praxis, dann auch ein Segensmantra wiederholen. Om. 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 Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute. Om Shanti Shanti Shantihi. Om Frieden Frieden, Frieden. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shivishnadevananda Maharaj Ki Jai. Felix, Eduard hinter der Kamera und Sukadev danken dir fürs Mitmachen und wir wünschen dir viel Freude beim Yoga.